Heimwerker-Time. So, moin meine lieben Heimwerker-Freunde. Ja, heute ist der Tag der Tage. Heute geht's nach Nürnberg. Heute ist Freitag. Wir sind zwar heute noch nicht auf der Messe, aber morgen am Samstag werden wir auf der Messe sein. Ich fahre jetzt erstmal zum Andi. Bin jetzt soweit startklar. Ich habe gedacht, ich nehme euch mal komplett mal mit. Ich werde jetzt von der Autofahrt jetzt nichts filmen oder so. Das ist Quatsch. Ja. Autos kennen wir alle. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall mal eben Andi anrufen, dass ich mal ihm Bescheid sage, dass ich losfahre. Der ist bestimmt schon ganz aufgeregt. Mal gucken. Keine Kontakte verfügbar. Bitte ziehen Sie das Benutzerhandbuch für die Übertragung von Kontaktdaten vom Telefon zu Rate. Okay. Jetzt geht's. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Hase! Ja? Ich mach mich auf den Weg jetzt. Bist du unterwegs oder was? Nee, ich fahr jetzt los. Okay. Aber das müsste klappen. Ich habe ja jetzt über vier Stunden einkalkuliert. 3,5 brauche ich ja eigentlich nur. Ja. Ne? Ja, Hotel-Adresse habe ich auch. Was hast du? Hotel-Adresse habe ich auch. Yay! Wir wissen, wo wir schlafen. Ja, das ist gut. Das hat ja alles super geklappt. Sehr geil. Ja, sicher. Ich habe dir heute Morgen nochmal angeschrieben. Ja, ja. Oh, Mann, ey. Naja, dann haben wir das jetzt wenigstens. Dann düse ich jetzt. Auf jeden Fall wissen wir jetzt schon mal, wo wir hin müssen. Ja, das. Ja, ja, sonst hätten wir irgendwie, keine Ahnung. Hätten wir schon hingekriegt, glaube ich. Was war ja. Aber mit so einer Adresse ist schon schöner, da hinzufahren. Ja, du fährst dann eher den Rest. Ja, ja, sicher. Ne? Gut, ja, Mäuschen. Ich fahr los jetzt, ne? Alles klar. Bis nachher. Dann kommt gut bei uns an, ne? Ja, ich hoffe. Wenn ich das Kaff da noch finde. Da gehe ich mal stark von aus. Ja. Gut, Schnucki. Alles klar. Bis später. Bis später. Ciao. Ja, ciao. Ja, Anni weiß Bescheid und jetzt geht's los. Und wenn ich näher beim Anni angekommen bin, dann seid ihr auf jeden Fall wieder dabei. Ich bin jetzt bei Anni im Garten. Da ist der Baggerloop. Hi. Bin also gut angekommen. Ja, wir wollen gleich weiterfahren. Ja, sicher. Was meinst du, wie lange fahren wir gleich noch? Boah, ich sag mal 5 Stunden fahren wir bestimmt noch. Ja, 5 Stunden. Und Wenn wir dann angekommen sind oder so, dann melde ich mich auf jeden Fall nochmal. Ja. Hier im Hintergrund ist übrigens seine Baustelle von dem Gartenprojekt. Oder ja, was kommt da jetzt demnächst, ne? Ja. Aber da hattest du auch irgendwie Videos, glaube ich, drüber gemacht. Von dem Abriss? Ja, genau, vom Abriss. Wie hieß das nochmal? In den News bei mir. In den News, genau. Ja. Genau, da könnt ihr ja mal reingucken, dass das irgendwie, wie das abgerissen wird. Da will der Andi irgendwie ein Riesenprojekt von machen. Mehr Teile oder so wahrscheinlich. Ja, ja, klar. Oh, nicht, das geht nicht in einem Teil. Nee, gut. Wir melden uns dann wieder, wenn wir irgendwie im Hotel sind oder so. Alles klar. Ja, ciao. So, Freunde. Nach 9 Stunden Fahrt sind Andi und ich jetzt endlich im Hotel angekommen. Ich bin ja vorher 3 gefahren und von Andi aus sind wir noch 6 Stunden gefahren. Wir hatten nur Baustelle, Stau und ja, auf jeden Fall sind wir jetzt im Hotel. Ganz urige Geschichte hier, ist echt schick auf jeden Fall. Also was wir jetzt auf jeden Fall sehen konnten, ne? Ist ja dunkel. Ja, ich hab nicht viel gewesen. Nee, wir sind ja spät, abends jetzt angekommen. Ja, Andi und ich werden uns jetzt erstmal ein bisschen frisch machen, ne? Also ihr wisst ja Bescheid. Und dann würde ich sagen, dass wir uns morgen dann ganz frisch geduscht mit guter Laune auf der Messe wiedersehen und wir freuen uns auf jeden Fall tierisch. Auf jeden Fall. Bis morgen. Bis morgen oder bis gleich. So, 9 Uhr in Nürnberg. Andi und ich sind jetzt an der Messe angelangt. Das ist echt jetzt schon der Wahnsinn. Hier ist sowas von viel los. Hier sind tausende Menschen. Also für mich als Dorfler ist das sowieso ein bisschen Wahnsinn, was hier überhaupt los ist. Ja, Andi, der ist schon reingegangen. Ich glaube, der musste irgendwie auf Toilette oder so. Ich bin auch echt ein bisschen aufgeregt, muss ich auch zugeben. Hier ist der Eingang, könnt ihr mal gucken. Ich zeige euch mal den Parkplatz. Ey, hier ist echt der Bär los. Wie gesagt, wir haben 9 Uhr, Stunde noch, bis die Messe aufmacht. Und hier ist schon richtig viel los. Ich zeige das mal. Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen. Wir gehen jetzt erstmal rein, erstmal ein bisschen warm werden, vielleicht noch ein Käffchen trinken und dann seid ihr auf jeden Fall wieder dabei. So, ich habe ja gesagt, ich gehe mal eben rein. Ich war nicht eine Sekunde drin, musste ich gleich durch die Sicherheitskontrolle. Also die Sicherheit der Nürnberger Messe ist auf jeden Fall sehr gut. Weiß ich gar nicht, ob ihr das sehen könnt, da hinten, da an der Seite, das ist so ein Kontrollzentrum. Man muss hier erstmal durch so einen Pieper durch und so. Also das funktioniert gut. Jetzt bin ich auf jeden Fall angekommen und jetzt müssen wir uns erstmal orientieren, wo wir hier lang müssen. Ich muss erstmal Andi jetzt suchen. Ich weiß gar nicht, wo Andi ist. Ah, da hinten steht er.
Da ist er ja, der Andi. Ja, da ist er. Da ist er endlich. Kannst du mir mal erzählen, warum so ein langhaariger Bombenleger wie du nicht durch die Sicherheitskontrolle muss? Und so ein smarter Typ wie ich, ich war noch nicht ganz drin und musste ich gleich in eine... Der wird schon seine Richtigkeit haben. Ja, weiß ich auch nicht. Emmy sieht aus wie ein Schwerverbrecher. Muss ja. Ja, ja, Andi und ich orientieren uns erstmal. Boah, das ist die Aufregung, glaube ich. Und dann schauen wir uns auf jeden Fall mal weiter. Oder schauen wir mal weiter. Anni und ich sind jetzt in den Messehallen drin. Wir sind erstmal querbeet. Ist mega groß, mega geil. Ja. Probier gerade mal eben ein bisschen was zu erzählen, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich in den Hallen großartig quatschen kann, weil das ziemlich laut ist. Auf jeden Fall gehen wir jetzt in Halle 11. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Hier ist mega viel los. Anni und ich sind richtig gut drauf. Ja, wollen wir mal schauen. Auch sonst. Ja, natürlich. Dann wollen wir mal gucken, was da jetzt alles so kommt. Ja. So, Anni und ich stehen jetzt hier an so einem Stand. Da, wie heißt die Firma? Sharper? Sharper Origin. Ja, das sind irgendwie Oberfräsen mit, ja, wie kann man das erklären? Mit so einem... Eine handgeführte CNC-Oberfräse. Genau, mit so einem Monitor. Ich probiere euch das mal zu zeigen eben. Da könnt ihr das sehen. Oben ist so ein Monitor drauf und da wird das lang geführt. Hier kann man das auch nochmal ganz gut sehen. So Freunde, ich habe ja vorhin bei Sharper gestanden und richtig cool. Wir wurden jetzt angesprochen und dürfen uns das jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Wir sind jetzt hier hinten in so einem extra Raum, ganz exklusiv. Andi guckt sich die Geschichte schon mal an. Können wir uns das jetzt mal ja, quasi demonstrieren oder ausprobieren auf jeden Fall. Ja. Richtig gespannt. Da steht das geile Teil auf jeden Fall. Wenn man eben guckt. Hier mit Display gesteuert und alles. Ja, wer probiert zuerst aus, du, ne? Florian sagt uns das. Ach so, siehst du, ja. Uns wird das sogar gezeigt. So, wir sind jetzt bei Sharper Tool. Sharper Tool? Sharper? Sharper, ne? Sharper Origin. Genau, Sharper Origin sind wir jetzt durch. Wir sind gefühlte 2 Stunden auf der Messe und wir sind irgendwie gerade bei einem Stand gewesen und zwar nämlich bei denen. Das war sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Macht auch mega Laune damit zu fräsen. Ja, einfach mal geil, irgendwie sowas auszuprobieren und sowas zu sehen. Ist irgendwie auch eine Neuheit, also gibt es noch nicht in Deutschland, soll aber vielleicht irgendwie da hinkommen. Ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Wir wollen jetzt erstmal weiter gucken. Wie gesagt, wir haben noch gar nicht viel geschafft. Wir waren jetzt gerade bei diesem einen Stand und sonst... Ja, wir wollen jetzt auf jeden Fall weitergehen. So, der Anni und ich haben es jetzt mal geschafft, mal ein bisschen rumzugucken. Ja, was heißt ein bisschen? Wir hatten jetzt noch mal 20 Minuten Zeit. Ja. Um 12 sind wir nämlich jetzt vielleicht beim ENT-Stand. Da wollen wir, oder laufen jetzt gerade hin. Ja. Ist auf jeden Fall mega interessant. Vor allem das Geile ist, es riecht hier richtig schön nach Holz. Schön. Und Maschinen. Ja, genau, Maschinen. Also nicht so Metallkram, also richtig schön nach Holz riecht das. Richtig geil auf jeden Fall. Ja, jetzt wollen wir mal ENT-Stand suchen. Links. Links rum. Auf jeden Fall, Leute, das ist echt mega geil. Wir sind noch nicht lange hier, aber ich finde es richtig, richtig gut. Und ich glaube auch, dass wir nicht viel heute sehen werden. Ich glaube, da braucht man einfach 3-4 Tage für. Ja, ja. Ne? Definitiv. Hätte man eigentlich Urlaub nehmen müssen. Ja, ja, auf, ja eigentlich hättest du, genau. Ja. Also es ist echt, das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist nicht untertrieben oder übertrieben. Übertrieben. Bin gerade ein bisschen durcheinander. Hier laufen so viele Leute. Oh, jetzt sind wir schon mal am ENT-Stand. So, Anni und ich machen gerade ein bisschen Pause. Gucken ja. Schön in der Sonne hier. Ja, wir haben eigentlich bis jetzt immer noch nicht viel gesehen, aber es war megamäßig geil. Wir waren gerade eine ganze, ich weiß nicht, wie lange wir bei ENT waren, 2 Stunden. Es war mega cool, es waren voll coole Zuschauer, sag ich jetzt einfach, ne? Ja, klar. Zuschauer da, das war richtig geil. Ja, ja ihr wart da. Ja, genau, ihr wart da und vorhin war noch der Colin da. Colin, ich grüße dich auf jeden Fall nochmal, das war richtig cool, dass du da warst. Colin ist ein... Ja, weiß ich gar nicht. 12-jähriger Junge oder so, mit seinem Papa war der da gewesen und der war richtig cool drauf. Ja. Es war auf jeden Fall megamäßig geil. Anni und ich machen jetzt gerade mal eben ein bisschen Pause. Ich konnte jetzt irgendwie auch noch nicht wirklich viel filmen in der Messe. Ich probiere gleich noch mal ein paar Aufnahmen zu machen.
Mal gucken, ob ich es hinkriege. Auf jeden Fall will ich euch ein bisschen was erzählen oder wir wollen euch ein bisschen was erzählen. Ja. Andi sabbelt ja auch die ganze Zeit, ist ja furchtbar. Dass der auch immer zwischensabbeln muss, ne? Ich habe heute Kopfschmerzen. Ja, oh, Andi hat Kopfschmerzen. Hm. Ja. Ja, nee, auf jeden Fall, das ist der Stand der Dinge. Also das war auf jeden Fall schon mega cool. Also wir haben echt viele Leute getroffen und das hat echt Spaß gemacht, also ohne Scheiß. Weiß nicht, vielleicht konnte man das nicht so rüberbringen da am Stand gerade, aber jetzt sind wir gerade mal eben draußen und Andi und ich haben da gerade drüber gesprochen. Und wir fanden das irgendwie mega mäßig, dass ihr irgendwie heute alle da wart und das hat echt Bock gemacht. Auf jeden Fall vielen Dank. Und ja, ich guck mal, was war ich cool. Ich glaube, da reden wir heute Abend noch drüber. Ja, ich guck mal, ob ich noch was Schickes hinkriege und so und dann sehen wir uns auf jeden Fall später wieder. Ja. Gut, wo machen wir jetzt? Sind wir hier gerade bei Record Power. Mal eben rüber gucken. Da werden wir gleich auch erstmal ein bisschen reinschauen, Sachen mal ein bisschen anschauen. Ja, der Andi und ich sind jetzt im Hotel angekommen. Es war ein mega, mega geiler Tag auf jeden Fall. Viele Zuschauer kennengelernt. Ist total geil, auf einmal irgendwie Gesicht zu den Kommentaren zu haben. Die waren super nett. Es waren richtig geile Leute mit bei. Ja, ich weiß gar nicht, was ich alles sagen soll. Wir sind auf jeden Fall mega platt. Ich habe mir so irgendwie eine Jogginghose angezogen. Ich bin total fertig gerade. Es waren viele Eindrücke. Wir haben von der Messe selber eigentlich gar nicht viel mitbekommen. Ist aber auch nicht so schlimm. Ja, es war auf jeden Fall cool. Also ich glaube, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, mal nach Nürnberg zu kommen und zu dieser Messe zu gehen, dann nimmt auf jeden Fall irgendwie... Ja, guckt, dass ihr 2-3 Tage da irgendwie seid. Also dieser eine Tag... Das war schon mega cool. Das hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Ich möchte auf jeden Fall auf diesem Wege nochmal Danke an die ganzen Leute. Ich kriege die Namen und so nicht mehr auf der Kette. Tut mir auch leid, aber das war einfach nur mega cool. Keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin total platt irgendwie. Ja, ich hoffe auch auf jeden Fall, dass euch das Video irgendwie gefallen hat. Ich habe es irgendwie probiert, irgendwie was zu zeigen oder öfters was zu zeigen. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt draus geworden ist. Hauptsache, ihr hattet irgendwie Spaß und konntet euch das Ganze mal so ein bisschen angucken. Mehr war einfach nicht möglich, dafür hätten wir irgendwie viel mehr Zeit gebraucht oder ich irgendwie. Ja, auf jeden Fall, ich sag mal, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Projekt. Euer Kreativbär. Ciao.